Auge. Guck mal hier. Im neuesten Comic hat er tatsächlich Superheldenfähigkeiten bekommen. Und er kann tatsächlich sogar fliegen. Boah, stell dir vor, ich könnte so wie hier einfach fliegen. Boah, das wäre schon richtig cool. Oder auf der Seite, wo er tatsächlich sogar Laser aus seinen Augen schießen kann. Boah, stell dir mal vor, ich könnte einfach aus meinen Augen Laser schießen. Mann, aber leider geht es, glaube ich, nur in den Vorstellungen. Oder guck mal, ein Erdbeben hervorrufen. Einfach. Ja, so cool. Leute, ihr müsst euch unbedingt auch das neue Arisu Comic Adventure holen. Das gibt's in jeder Buchhandlung, ist komplett neu rausgekommen. Ein richtig, richtig cooles Comic mit richtig, richtig vielen coolen animierten Bildern von Arisu und seinen Freunden. Mann, ich wünschte aber auch, dass ich so ein Superheld wäre. Leider gibt es Superhelden wahrscheinlich nur in Comics. Naja, okay. Dr. Auge, ich gebe dir einfach mal das Comic hier, damit du es weiterlesen kannst. Und ich besuche kurz meine Freunde, okay? Bis gleich, Mann. Das Wetter ist ja richtig schrottig. Es ist richtig kalt. Oh, Mann, wo sind die anderen? Hä? Was ist das denn? Hey, ich glaube, ich weiß, wo die sind. Spielen die etwa wieder dieses Spiel? Wow! Oh. Hey, Leute! Achtung, Superwurf! Daneben! Was geht ab, Roman? Geht ihr gerade wieder? Klar, Mann! Wow, kann ich auch mal werfen? Ja, klar, komm! Okay, okay. Bei dem Wetter ist es das Einzige, was ein bisschen warm macht. Nein! Oh! Und jetzt kommt noch ein. Wow. Yeah. Ah. Egal, nicht schlimm, nicht schlimm. Es ist wirklich richtig kalt. Schon. Wollen wir vielleicht später noch mal reingehen? Vielleicht einen Tee trinken? Oder eine heiße Schokolade vielleicht. Eine heiße Schokolade wäre wirklich gut. Dann würde ich sagen, lass uns doch einfach reingehen. Das ist doch gar nicht so kalt. Okay? Hast du Marshmallow? Oh. Warte mal. Was ist das? Hey! Was ist das für ein Geräusch? Yo, yo! Hä? Hey, da oben leuchtet was! Was ist das, Mann? Oh, 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 Vorsicht! Hey, ich glaube, das ist ein Meteorit, Mann! Was? Ja! Ich habe davon gehört, dass irgendwie Meteoriten. Was? Oh mein Gott, oh, er landet in unserem Garten, Mann! Das kann ich sagen. Das kann ich wahr sein. Der ist hier einfach gerade im Garten gelandet, Mann. Lass mal kurz gucken, was damit ist, Mann. Sollen wir da hingehen? Okay, aber ihr geht vor. Du gehst vor. Oh, Mann, du gehst los. Warum muss ich denn wieder vor? Keine Ahnung, du gehst einfach. Hey, das raucht richtig. Alter, der pulsiert auch mega krass. Guck mal, was ist, wenn das Aliens sind, Mann? Ja, das sind bestimmt Aliens. Aus dem Weltall. Was? Die greifen uns hundertprozentig an. Wir dürfen sowas nicht anfassen. Aber sonst ist nichts am Himmel. Komm, wir gehen mal hin. Wollen wir mal gucken? Ja. Oh, oh. Das ist Trailer. Raucht doch alles. Hey, das leuchtet ja richtig. Das ist... Ich habe sowas wirklich noch nie gesehen. Ich habe davon schon mal gehört, aber ich habe sowas noch nie mit eigenen Augen gesehen. Er ist einfach in unserem Garten gelandet? Ich glaube schon. Oh, hey, der hat einen richtigen Krater hinterlassen. Wow. Was? Warum denn ich? Mach los, fass an. Soll ich das mal anfassen? Berühr es mal. Okay. Aber... Nee, war nur ein Spaß. Ich glaube, der ist sicher. Was? Leute, hier sind so Steine. Hä? Denkst du, man kann das einfach... Okay, gut, dann fass es schon. Einfach an. Wir könnten die verkaufen. Oh, was? Ich glaube, die sind richtig viel Geld wert. Der ist auch so schwer, ne? Die kommen aus dem Weltall. Stimmt. Ich habe davon schon mal gehört. Die Leute verkaufen das für mehrere Millionen. Mehrere Millionen? Ja, wir sind reich. Wir verkaufen das einfach im Internet. Oh, gute Idee. Ich finde auch. Ich kaufe mir, glaube ich, ein Auto davon. Ein Lamborghini. Oder vielleicht ein Ferrari. Ich glaube, ich kaufe mir ein Haus mit Garten. Oh. Ja, Mann. Ich glaube, ich kaufe mir einen Pony. Nicht schlecht. Oder einen ganzen Pony. Nicht schlecht. Ja, sehr gut. Na dann, der Erste, der ihn verkauft hat, kriegt wahrscheinlich auch am meisten Geld. Oh, wow. Ich glaube, dieser Stein kann mich so reich machen. Ich muss erst mal schauen, wie ich den online verticken kann. Magischer Stein zu verkaufen für super viel Geld, das mich sehr reich macht. Ha! Was ist das? Wow, der leuchtet ja so krass. Anfassen? Was ist passiert? Ich fühle mich so anders. Was ist passiert? Ich habe mich hierher teleportiert. Ich habe Superkräfte.
kann ich mich doch überall hin teleportieren. Hm. Wie wär's mit einem Glas Wasser aus der Küche? Wow! Oh, das ist super cool. Das muss ich unbedingt den anderen erzählen. Das ist das Ding. Okay. So, jetzt muss ich den irgendwie verkauft bekommen. Ich glaube, ich muss einfach mal die Preise checken. Je nachdem, was ich da jetzt für einen Preis dafür bekomme, könnte ich mir einen Ferrari kaufen oder doch ein Lamborghini oder vielleicht beides. Okay, ich check mal die Preise. Meteorit aus dem Himmel, Original, kaum Gebrauchsspuren. Und doch, wenn Sie einen Meteoriten von einer Größe von 50 Zentimetern besitzen, bekommen Sie dafür $500.000? Okay, dann muss ich jetzt vielleicht noch ein paar Fotos davon machen und den dann nur noch ins... Hey, oh oh, was ist denn da los? Warum leuchtet der denn jetzt so? Hä? Oh. Was war das? Oh. Irgendwie fühle ich mich nicht mehr so gut. Ich glaube, ich brauche ein Glas Wasser oder sowas. Ja. Was ist jetzt mit mir? Oh, was? Ich bin eine Gießkanne. Oh nein, ich habe irgendwie Lust, Blumen zu gießen. Ich glaube, ich bin ein Superheld geworden. Ich glaube, ich kann mich verwandeln. Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Ich muss mich nur genau konzentrieren, dann kann ich mich bestimmt nochmal verwandeln. Was bin ich denn jetzt? Ich bin ein Straßenpylone geworden? Oh nein, jetzt muss ich den Verkehr regeln. Oh, okay, das wollte ich eigentlich nicht. Ich muss mich ganz genau konzentrieren, was ich gerne werden möchte. Ich möchte unbedingt ein Drache werden. 3, 2, 1. Oh nein, ich bin ein Ei geworden? Oh nein, ich wollte doch ein Drache werden. Oh, das ist so schwer. Ich muss wieder zurückkommen. Okay, ich glaube, ich kann mich verwandeln. Dieser Stein hat mir Superkräfte gegeben. Das heißt, ich bin jetzt sowas wie ein Superheld geworden. Dieser Stein ist vielleicht doch besser, als ich dachte. Vielleicht sollte ich ihn lieber doch nicht verkaufen. Ich muss nur irgendwie hinbekommen, diese Fähigkeiten zu kontrollieren. Okay, ich muss mir immer ganz genau vorstellen, was ich exakt werden möchte. Okay, Konzentration. Ich möchte zu einem Drachen werden. Okay, ich habe Schuppen, ich habe Flügel, ich habe eine spitze Zunge und ich kann Feuer speien und... Ja, genau, ich glaube, das wird es. 3, 2, 1. Oh nein, das ist aber kein Drache. Wo sind meine Flügel? Was soll das? Hey, das kann doch nicht sein. Ich bin eine Schlange geworden. Oh nein. Aber irgendwie ist das auch ein bisschen cool. Ich kann mich herumschlängeln. Wie eine richtige Schlange. Ich such mal die guten alten Freunde und sag ihnen mal, was ich für eine Superheldenfähigkeit bekommen habe. Let's go! Mit dir werde ich richtig reich. Okay, wie kann man das Ding am besten verkaufen? Erstmal online gehen und ich glaube sogar, meine Mom hat mir mal so eine richtig, richtig gute Seite empfohlen, wo man Sachen verkaufen kann. Aber wie macht man das eigentlich genau? Ich habe keine Ahnung, weil das Ding ist so viel wert, aber ich habe überhaupt keinen Plan, wie man das verkaufen soll. Okay, verkaufe seltsamen Stein aus dem Universum. Ja, sehr, sehr ultra selten. Kann man benutzen für heftige Kette als Rapper. Ich glaube, das ist es. Heftiger, krasser. Okay. Stein, der... Ich hab doch gerade gesehen, dass das Ding hier leuchtet, Mann. Hm, okay. Das habe ich genau gesehen, Mann. Was war das? Oh, mir ist so schlecht. Oh, aber ich fühle mich gut. Ich fühle mich, ja, ich fühle mich stark. Ich glaube, ich habe das schon mal irgendwo gesehen, in einem Comic oder sowas, dass da Steine vom Himmel gefallen sind und auf einmal hatte man unmenschliche Fähigkeiten. Vielleicht bin ich unglaublich stark. Okay, vielleicht bin ich doch nicht stark. Vielleicht kann ich fliegen. Keine Ahnung, was gibt's noch? Vielleicht kann ich Laseraugen schießen.
Das wird's wahrscheinlich nicht sein. Ich habe keine Ahnung, was habe ich denn für eine krasse Fähigkeit? Ich merke, irgendwas geht durch meinen Körper. Es pulsiert, es ist in mir, aber es ist... Was ist das? Ich habe lange Haare. Warum habe ich andere Haare, Mann? Ich verstehe es nicht. Okay, vielleicht ist es einfach nur eine Nebenwirkung. Okay, nochmal. Konzentrier dich. Konzentrier dich. Fliegen. Denk an Fliegen. Schon wieder eine andere Frisur. Sag mir jetzt nicht, dass meine Superkraft einfach nur Frisurwechsel ist, Mann. Ich dachte, ich habe irgendwas Cooles wie Fliegen oder super stark. Ich bin nicht super stark. Ich kann gar nichts. Ich muss meine Haare ändern. Das kann doch nicht alles sein. Diese blöden Haare. Letzter Versuch. Konzentrier dich, Lars. Konzentrier dich. Du willst krasse Superkräfte haben und keine blöde Frisur. Sammeln und los. Mann, ey, warum ist meine Superkraft, dass ich meine Haare wechseln kann, Mann? Oh Mann, ich geh mal zu den anderen. Ich hoffe, die haben auch so eine blöde Fähigkeit wie ich, Mann. Oh Mann, wo sind denn die anderen? Ich muss ihnen unbedingt meine richtig coole Superkraft zeigen. Oh Mann, ich hab mich einfach hier hin teleportiert. Hier unten, hier. Eine Schlange? Ja, hi, ich bin's, Mann, ich bin's, Roman. Was? Ja. Du bist eine Schlange? Ja, genau. Ich habe mich in eine Schlange verwandelt. Oh. Ich habe mich gerade einfach hin teleportiert. Du kannst dich teleportieren? Mhm. Du kannst dich in Schlangen verwandeln? Nein, ich kann mich in alles verwandeln, was ich möchte. Oh, wow, kannst du mir das mal zeigen? Na klar, schau dir das an. 3, 2, 1. Siehst du? Oh! Boah, wow! Siehst du, ich kann mich in alles verwandeln, was ich möchte. Das ist ganz schön krass. Ja, ich kann mich sogar in einen Baum verwandeln. Pass auf! Oh, ja. Mann! Cool, oder? Jetzt bin ich ein richtiger Baum. Ey, das ist richtig cool. Ja, hey, guck mal, ich betreibe gerade Photosynthese. Oh Mann, pass auf, lass uns Lars veräppeln. Gute Idee, und wie? Schieb mich neben den anderen Baum, okay? Okay. Vorsichtig. Oh, Entschuldigung. Aua! Ey, das tut weh. Ja, genau, neben den anderen Baum. Perfekt, genau. Und jetzt warten wir auf Lars. Und wenn er vorbeikommt, dann verwandle ich mich zurück und erschrecke ihn. Du siehst gut aus als Pflanze. Dankeschön. Hey, Lars! Hey, was geht? Coole Frisur! Danke! Sag mal, habt ihr auch euren Stein irgendwie gehabt und da ist irgendwas mit passiert? Und irgendwie habe ich jetzt so komische Fähigkeiten. Ich kann einfach gefühlt auf Knopfdruck meine Frisur ändern. Totaler Mist. Nee, also bei uns, ich stehe hier nur so rum. Ja, okay. Ich stehe hier auch einfach nur rum. Was war das? Was geht, Lars? Alles cool? Roman? Ja, hier hinten, Mann. Nein, nein, was? Auf der anderen Seite. Ja, was genau. Wo bist du? Ey! Es ist schon warm. Direkt vor dir. Wo ist er denn? Roman? Ja, Roman. Ey. Was? Hey, aua! Hey, hör auf mich! Aua! Hey, hey, hey! Roman? Nicht am Stamm anfassen! Hey, 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 hey! Au, 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 au! Au! Hey, nicht anfassen! Was? Wie kannst du dich zu... Was? Naja, also meine Superfähigkeit, die ich von meinem Stein bekommen habe, ist tatsächlich die Verwandlungskunst. Und ich kann mich einfach teleportieren. Sie kann sich einfach teleportieren, Mann? Schau mal her, warte. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist eine richtig coole Fähigkeit. Was ist deine Superfähigkeit? Ich zeig's euch einfach. Oh, was? Du kannst deine Haare verändern? Ja, ich kann meine Haare verändern. Und also, was ist das für eine... Also, was kannst du damit machen? Kannst du damit angreifen? Bist du super gefährlich? Oh, und du kannst bestimmt noch jetzt... Jetzt kannst du Blitze schießen, oder? Nein, ich kann nur meine Haare ändern. Was? Du kannst nur die Haare ändern? Ich weiß nicht, was da dran lustig ist. Wow! Das ist ja echt eine coole Superkraft. Meine Güte, du bist ja richtig gefährlich, Mann. Kannst du das nochmal kurz zeigen, bitte? Noch was anderes. Na, mach irgendeine coole Frisur, bitte. Okay. Wow! Wow. Wow. Nicht schlecht, Mann. Ich kann schon coole Sachen mit den Haaren machen. Zum Beispiel kann ich Model werden. Okay. Ich bekomme viele hübsche Mädchen mit coolen Frisuren. Ja, okay, ja. Ich kann Schauspieler sein. Oh, oder. Okay. Und das Allerbeste ist, ich muss niemals wieder zum Friseur gehen. Oh, aber da hat er recht. Ja, du hast echt eine coole Superkraft. Dankeschön. Ja, ich weiß, das ist das Coolste. Viel cooler als teleportieren. Aber kannst du eigentlich auch damit kämpfen? Ja. Klar kann ich damit kämpfen. Das ist nicht witzig, Manu.
Puh. Boah, Leute, habt ihr auch so einen Hunger? Aber was können wir da denn machen? Boah, keine Ahnung. Ich hab eine Idee. Wartet mal. Ist sie nur hin, Mann? Seitdem sie verschwinden kann, verschwindet sie einfach so. Mal ist sie da, mal ist sie nicht da. Das ist irgendwie echt komisch, Mann. Und wo ist sie jetzt hin? Ich weiß es nicht. Ich habe immer noch Hunger. Ich habe auch Hunger, Mann. Warum kannst du dich nicht in ein Sandwich verwandeln oder so? Willst du mich jetzt etwa essen oder was? Ich glaube, du schmeckst echt nicht gut, Mann. Ja, ich schmeck bestimmt richtig gut, ey. Ich hab uns Pizza geholt. Du hast uns Pizza mitgebracht. Oh, wow, gute Idee. Sehr nice, sehr, sehr nice. Oh, danke schön. Wow. Die sieht ja super aus, Mann. Mega lecker. Schmeckt wahnsinnig gut. Oh, Mann. Mhm. Wow, du bist da ein bisschen verschmiert. Ja, du hast da ein bisschen was an der Lippe, Mann. Hey, ich habe eine Idee für dich. Ich verwandle mich einfach für dich in eine Serviette. Warte. Kannst du mich nehmen? Oh, Roman, ey. Ja. Ey, voll korrekt von dir, Mann. Ja, hier, bitteschön. Ey, aber sei vorsichtig mit mir. Ey, nicht so viel. Aua! Aua! Boah. Ey, irgendwie ist das eklig, Mann. Bitte hör auf. Du hast da noch was. Mit Barbecue-Soße. Irgendwie hätte ich das nicht machen. Wow. Oh. Hey, du hast mich komplett dreckig gemacht, Mann. Ich rieche jetzt total nach Barbecue-Soße, Mann. Oh, Mann. Oh Mann, Leute. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir unsere Superheldenfähigkeiten nicht richtig benutzen. Irgendwas machen wir falsch. Ich meine, guck dir das an. Aber das war doch eine gute Idee. Ja, die Pizza war schon gut. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Superhelden etwas tun sollten. Und zwar Superheldensachen. Eine Stadt retten. Oder vielleicht, Gutes tun. Genau. Oder vielleicht Leuten eine richtig coole Frisur verpassen. Ja, vielleicht. Was wir auf jeden Fall brauchen, um ein Superheld oder eine Superheldin zu werden, ist zuerst ein richtig guter Name. Ein Superheldenname hat jeder Superheld. Was könnte ich denn sein? Ich glaube, ich bin Telegirl. Ha, und ich könnte der Transformator sein. Und ich bin Mr. Hair. Oh nein, ich würde nicht sagen, dass du Mr. Hair bist. Doch, weil ich habe Haare. Ich glaube, was besser zu dir passen würde, ist vielleicht Mr. Friseursalon. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Das ist ein guter Name. Doch, ich denke schon, dass der gut zu dir passen würde. Mr. Hair ist doch cool. Ja, aber Mr. Friseursalon ist umso cooler. Findet ihr wirklich, dass es cool ist? Ja, ja. Ganz sicher. Das ist der coolste Name. Gut. Mr. Friseursalon. Das klingt schon cool, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, das ist ganz sicher cool. Boah. Aber irgendwie fehlt uns, glaube ich, noch was für so richtige Superhelden. Jetzt haben wir schon echt coole Namen, aber irgendwie so richtig wie Superhelden fühle ich mich noch nicht. Stimmt. Ich glaube, wir sehen einfach noch nicht so genug nach Superhelden aus. Ja. Unsere Fähigkeiten sieht man uns gar nicht richtig an. Das ist es. Ich glaube, wir brauchen eine richtige Superheldenverkleidung. Oh. Aus dem Kostümladen vielleicht? Wollen wir da vielleicht hinfahren? Warte, Jungs. Ich regel das. Mann, sie ist schon wieder weg. Ich hasse es, wenn sie das macht. Sie ist einfach. Wir hätten auch einfach normal hinfahren können, aber. Das ist doch hier vorne. Eigentlich hätten wir da wirklich sogar hinlaufen können. Oh. Ich hab's. Wow. Was hier? Das ist für dich? Wow. Und das für dich? Abgefahren, Mann. Hoho. Schau dir das mal an. Ich hab sogar schon meine Superheldenbrille an. Man erkennt dich gar nicht mehr wieder. Alles klar, Jungs. Dann zieht euch mal fertig an und dann geht's los. Okay. Okay. Kommt, Leute. Ich sehe aus wie ein Superheld. Achtet auf mich. Der Transformator. Ist der Friseursalon. Ein neuer Tag, ein neuer Planet. Die Bewohner werden gar nicht wissen, was ihnen geschieht. Denn mit der Kraft meiner Steine werde ich ihn zerstören. Das kann doch gar nicht sein. Wo sind meine Steine? Ohne meine Steine habe ich nicht genügend Kraft, diesen Planeten zu zerstören. Irgendjemand muss sie genommen haben. Wer auch immer meine Steine genommen hat. Ich werde euch finden. Ich werde euch zerstören, genau wie diesen Planeten. Okay, die Stadt scheint sicher zu sein. Aber es ist ruhig. So ruhig. Ein Moment.
Ich glaube, ich höre da was. Was hörst du? Es ist eine Katze auf einem Baum. Was? Ja, sie schreit tatsächlich. Ich kann diese Katze lokalisieren. Einen Moment. Telegirl? Ja, Transformator? Ich habe die Koordinaten erhalten. Sehr gut. Ich weiß, wo die Katze ist. Wo müssen wir hin? Los, geht, vorwärts. Okay. Okay, wir sind da. Da ist die Katze. Da oben, ich sehe sie. Ja. Miau, 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 miau. Ich glaube, sie fällt runter. Schnell, tu was, Transformator. Okay, ich habe einen Plan. Ich kann mich verwandeln in ein Kissen. Und dann fällt die Katze auf ein Kissen drauf. Und dadurch wird sie sich nicht verletzen. Ich brauche deine Hilfe, Telegirl. Ja. Du musst mich als Kissen dann direkt unter den Baum platzieren, okay? Ja. Los geht's. Ich hab dich. Okay. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Oh, ich hab sie. Wir haben es geschafft, Kleine. Wir sind wahre Superhelden. Alles dank meiner Hilfe. Ach ja, wir haben diese Katze gerettet und unsere Superheldennamen sind Transformator, Telegirl und Mr. Friseursalon. Und falls Sie auch Hilfe brauchen in Ihrer Stadt, dann werden Sie uns an. Genau, wir werden da sein. Hä? Katze gerettet? Was? Neue Superhelden in der Stadt? Die haben bestimmt meine Steine geklaut. Na warte, euch werde ich's zeigen. Oh nein, Hilfe, Hilfe! Ich bin eine alte Dame und ich bin hingefallen, so helft mir doch! Oh nein, oh nein! Da braucht jemand unsere Hilfe. Ich lokalisiere sie. Ja, okay, ich glaube, ich habe es. Okay. Da vorne, ich glaube, da müssen wir lang. Okay. Okay, da ist sie. Oh nein. Aber nicht für mich! Wer bist du denn? Wer bist du? Ist das ein Superschurke? Ihr habt meine Steine geklaut. Und ich werde mir sie zurückholen, um diesen Planeten zu zerstören. Oh Mann! Wir müssen was dagegen tun. Okay, Leute, ich glaube, wir müssen kämpfen. Okay, ich habe eine Idee. Folgt mir. Ich mach's vor. Okay, ich zeig euch, wie es geht. Los, Transformator! Okay, das hab ich. Ich hab ihn! Komm, Mr. Friseursalon! Ich fessel ihn. Sie sind festgenommen. Halt ruhig. Okay. Ich hab ihn. Ah. Hey, wir haben dich besiegt. Du bist offiziell festgenommen. Ha? Was willst du machen, Mann? Oh Mann, wir haben es geschafft. Und wir haben auch gleich den Räuber hier mit eingesperrt. Dich bringen wir noch in den Knast. Oh ja. Ich finde, wir sollten weiterhin Superhelden bleiben. Das haben wir richtig gut gemacht. Und das Ganze sollte gefeiert werden. Ja, ich finde auch. Gute Idee. Und zwar mit unseren Steinen. Oh nein! Was ist mit Stein passiert? Du hast die Steine fallen lassen. Wir sind jetzt keine Superhelden mehr. Wir haben unsere Fähigkeiten verloren. Oh Mann. Okay, jetzt haben wir die Welt gerettet und haben aber leider keine Superfähigkeiten mehr. Aber vielleicht hat es ja auch was Gutes. Schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Superheldenfähigkeit ihr gerne hättet. Würdet ihr gerne die Frisur erwechseln? Oder vielleicht Teleportation? Oder wollt ihr euch vielleicht in jeden Gegenstand verwandeln, den es einfach nur so gibt? Vielleicht aber auch etwas anderes. Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Und nicht vergessen, Leute, abonniert den Channel, um viele coole andere Videos auch auf unserem Channel zu sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns und ciao! Tschüss! Ciao.